Wie viel Pech kann man haben, dass auf einmal ein Ghast auftaucht und auf einen schießt? Vor allem, er hat nicht auf mich gezielt, er hat auf den Weg vor mir gezielt. Oh Mann. Sollen wir jetzt mitkommen? Nee, ich scheiß jetzt drauf. Na gut. Wir sind halt nur 75 von den blauen Holz, die jetzt weg sind. Eigentlich. Ja, da gehe ich mir das zur Not irgendwann selber mal farmen, ist ja kein Problem. Aber ich bin jetzt zu abgefuckt von den Mobs, dass ich da jetzt auch rübergehe. Ich gehe jetzt zu den Villagern und kaufe mir da eine Rüstung. Mach das. Tilt 2, ich danke dir, du hast die 30er-Marke geknackt. Das ist mir so egal. Wow. Also ich hätte um alles in der Welt gewettet, dass du schaffst. Das. Das hatten wir ja damals schon bei wie hieß das Projekt Starco, was du damals hattest, wo du mich eingeladen hast. Heroes. Ja. Da hatte ich ja auch die Marke ziemlich hoch gehalten. Das, ja, gut. Das war nun wirklich ein schweres Modpack. Ja, trotzdem war ich mitunter, ich glaube, dritthöchsten Tod, aber trotzdem im Durchschnitt die wenigsten, weil ich dafür eine hohe Spielzeit hatte. Ja. Hatten wir ja damals. Tatsächlich, ich fand's halt auch mal. Ich spiele halt ein bisschen Hunter Minecraft. Ich hab's Krachbumm machen gehört, Darko. Ich mach das Loch weg, keine Sorge. Boah! Ich war gerade in meinem Inventar und da höre ich's zischen. So schnell konnte ich gar nicht rauskommen. Eine dumme Frage, Ike. Hm? Den Blazespawner, den hörst, willst du denn mit in die Mobfarm einbauen? Ich denk mal schon, dass ich den da einbauen werde. Okay, den können wir aber nicht, also... Da haben wir ein sehr lustiges Feature dann ab dem Moment. Oh. Weil Blazes kriegen durch Wasser Schaden. Das würde ich ganz anders machen mit denen. Da würde kein Wasser existieren, weil ihr wollt ja auch die XP, denke ich mal, haben. Bei Blazebro müsste es nicht unbedingt sein. Das reicht ja, wenn wir die Dings bekommen. Also meiner Meinung nach. Ja. Dann muss ich das so machen, dass unten eine Schicht und oben eine Schicht Wasser ist und mittig ist nichts, also drei Block hoch, oben Wasser, unten Wasser, passt schon. Dann brauchst du nur eine Schicht Wasser, weil wenn Blazes keinen Gegner haben, den sie sehen, fliegen sie automatisch nach unten. Okay. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Jetzt gehen wir erst mal eine Runde erkunden. Ja, sofort. Ich wollte noch irgendwas nachgucken, weil ich jetzt gerade mal im Tier bin. Ciao. Wir brauchen unbedingt einen Trident. Das. Wenn du einen Zombie-Spawner über hast, bitte nicht verbauen, dann würde ich gerne, ich habe nur ein Magma-Cube, zwei Blaze und 9 Cave-Spider. Wenn wir einen Zombie-Spawner finden, den mal bitte an die Seite legen. Warte, ist nicht momentan Zombie-Spawner verbaut? In der Mob-Farm schon? Ja. Kannst du den wieder abbauen? Normalerweise könnte ich den abbauen, ja. Ich würde daraus eine Drowned-Farm machen wollen. Lass uns die doch einfach so unter Wasser farmen. Ich hatte schon 4 von den Typsis. Also schwer ist es nicht. Ja, aber ein Trident. Ja, man muss da auch nicht an alles so leicht kommen. Ein bisschen schwer kann es ruhig noch bleiben. Ansonsten baue ich mal einfach irgendwo auf dem Ozean einen Tee. So. Sind denn deine Lamas, du Knallbirne?
Aber ist der Trident eigentlich stärker als ein Dierschwert? Ha! Ich hab dich zurückgeschubst und mein Inventar ist leer. Okay. Nimm das andere! Nimm das andere, weißt du, wo das ist? Das ist nicht so weit, das stoppt doch irgendwann. Daku. Ja. Ich stehe gerade an deiner Zuckerrohrfarm, ja? Ja. Warum hast du den Glowstone in der Decke verbaut und nicht unter den Pistons? Dann hättest du nämlich dort oben die Reihe sparen können. Das juckt mich nicht, ich hab nach oben ja hin 1000 viel mehr an Platz. Also hätte ich natürlich machen können, klar. Und warum machst du die nur einspurig? Dann mach die doch. Ich werde die irgendwann upgraden. Zweispurig, unterirdisch und fertig. Dann sieht man das nicht so offensichtlich. Ich finde das gar nicht schlecht, dass man es sieht. Ich hab schon das Minecart unterirdisch gebaut. Normalerweise hätte ich das auch überirdisch gebaut. Ich bin jetzt mal gespannt. Komm, wachs Zuckerrohr. Dann setzt doch einfach per Hand welches. Warte mal. Weil bis das da wächst, das dauert ein bisschen. Ich habe jetzt zugeguckt, wie zwei hochgewachsen sind, aber das ist nur um eins. Es soll noch ein zweites wachsen. Dumme Frage, hat jemand was zu essen? Essenskiste, kannst du mit zwei, drei Steaks essen oder Steak raus. Das tue ich da ja immer rein, bei den Kühen steht ja die Kiste mit dem Steak und Fleisch und sonstiges. Ich habe nur noch an sich vernünftiges Essen, Berries. Und darauf habe ich gar keine Lust auf Berries. Na komm, wachse du Kackzuckerrohr. Dann kaufe ich mir mal das ganze Steak. Ja, hier wollte ich auch noch weitermachen, genau. So. Also ich wäre seit 5 Minuten soweit. Ich bin gleich auch soweit. Ich will noch eben die letzten paar Sachen craften, nicht so auf Erkundungsschule. Sehe ich jetzt erst. Symmetrisch ist das auch nicht gebaut. Wenn ich mir den Glowstone so angucke, rechts bei dem 2 frei, links bei dem 1 frei. Das geht bei einer Länge von 18 nicht. Hätten müsste ich bei 4,5. Jetzt ist es länger gemacht. Den Glowstone habe ich auch erst nachher gesetzt, weil ich gemerkt habe, dass die Wachstumsgeschwindigkeit beeinträchtigt ist. 18 lang, oder? Sagte er. Ja. Dann da. Nee, eigentlich alles jetzt zur Seite setzen. Nee, warte, ich hab eine andere Idee. So, hättest du jetzt wirklich die rechten drei jetzt zur Seite gesetzt, wäre es symmetrisch aufgegangen. 7, 8. Müsste passen. Falsch. Jetzt müsste es auch symmetrisch sein. Ne, da ist noch Cluster drin. So, wow. Dann einfach fest. So, jetzt ist es symmetrisch. Ja, wie gesagt, du hättest das ja hier lassen können und die anderen zwei einfach nur um eins zur Seite setzen, dann wäre es asymmetrisch gewesen. Ja, hätte wenn und aber. So, Darko, wo bist du? Wir werden soweit. Ah, ich soll mitkommen. Achso,
Naja, klar, wenn, dann gehen wir schon zu dritt. Ich nehme noch irgendeinen Baum mit. Das letzte Mal, als wir zu dritt gegangen sind, ist das in der Katastrophe geendet. Ich hole mir noch irgendeine Sache aus dem Haus, da wir noch auf Darko warten müssen. Was, ein Boot? Nee, eine Karte. Ja, okay. Und dann haben wir nämlich immer einen Weg nach Hause. Also eine Richtungsangabe. Ich habe 9 Holz mit, ich habe 2 Boote mit. Ich habe eine Karte mit, in der, durch die ich immer weiß, in welche Richtung wir müssen. Ja, 2 Boote habe ich auch dabei. Eine Werkbank, ein paar Fackeln, was zu essen. Autsch. Wo rennt Darko jetzt schon wieder hin? Ich muss meine Level noch wegtun. Ah. Ja, der hat so einen XP-Keeper beim Enchanter. Sinnvollerweise. Es hat mich genervt, dass ich da immer hin und her laufen muss. Musst du jetzt trotzdem. Ja, aber nicht 50 Mal. Muss ich auch nie. Ich auch nicht. Ich leg meine XP immer ab und wenn ich enchanten will, hole ich es mir vorher wieder raus. Ja, genau, aber euer Unterschied ist, ich hole mir, wenn ich auf Level 30 verzaubern will, genau 30, um die anderen Level zu sparen. Rennen wir nach Dorte? Von mir aus. Wohin? Was? Wie wo? In die Richtung hier. Da, in die Richtung. Da waren wir doch schon. Nein, wir waren Dorte. Wir waren Dorte. Und ich war hier nicht wirklich, und ich bin da noch ein bisschen was da, und in die Richtung ist ja der Unterwassertunnel, da habe ich die Korallen gefarmt. Aber in die Richtung, Aik, bei minus 9618 und 6360 habe ich einen Wassertempel markiert. Ja, du fahren wir halt schon weiter. Außerdem war der Wassertempel so nicht ganz schräg, sondern so nur leicht nach rechts gesetzt. Och, Darko hat wieder kein Boot dabei. Ich bin ja der Schreiberling. Außerdem bin ich der Ausgucker. Ausgucken kann jeder, der fährt. Außerdem nervt dein Schild. Setz, leg das mal bitte ab. Wenn ich zur Seite gucke, sehe ich das nicht so genau. Ja gut, in die Richtung. Ich war, wir waren wirklich geradeaus in die. Also links von uns. Ich hätte es gedacht, wenn vor uns eine Wüste gewesen wäre. Guck mal, CO2, hier hast du doch schon 3 Freunde unter Wasser. Er hat aber keiner von denen einen Trident. Ich wollte halt eine Trident-Farm machen, um wenn es regnet halt super schnell reisen zu können. Oh. Das kann man auch per Minecart. Mein Betten mitgenommen. Oh, nö. Wofür auch? Wir sind alle voll Dia. Genau. Das hat leider nichts zu sagen. Das stimmt, das letzte Mal bin ich auch. Ah, dann bin ich ja ersoffen. Weil jemand die Tür abgebaut hatte. Sorry. Oh, ich muss mal ganz kurz so fahren. Denn das sieht mit dem Sonnenuntergang richtig geil aus. So. Nice. Da ist was zum Looten. Ich wollte gerade sagen, ist das links? Ein Portal. Ihr nehmt das, ich nehme das Schiff kurz. Ich habe nur den Goldapfel rausgemopst. Was ist sonst noch drin? Feuerwerkszeugs, oh, Eisennuggets, Flint und. Ja, das ist ein Feuercharge, das ist doch kein Feuerwerkszeug. Ja. Ob sie denn nämlich?
geh in die Mine, da hast du genug. Ey, fertiges, also schon abgebautes Obsidian ist lustiger, um Leute damit zu trollen. Hast du schon abgebautes, okay. Ja, da kann ich ja doch in deinem Elevator. Wir umfahren das alles immer. Dann kann ich wieder Jobs an seinen Elevator so schön gut bauen. Das habe ich letztes Mal, als wir uns gegenseitig die ganze Zeit geärgert haben, habe ich irgendwann einfach einen Obsidian auf seinen Elevator gesetzt und zwar oben auf den, als er unten war. Boah, wie soll denn das dann bei Waterworld sein, wenn Justin da auch noch mitmacht? Da ärgert ihr euch ja nur noch. Das habe ich nur gemacht, weil er in meinen Water Elevator direkt unter die Trapdoor in Obsidian gesetzt hat. Was halt super assi ist, weil es so platziert war, dass ich in den Elevator reingehen musste, um es zu treffen. Ja, ich. Aber ganz ehrlich, das ist Justin, der weiß solche Sachen. Aber ehrliche Meinung, wer von euch hat angefangen? Ich habe sein Haus mit Bäumen zugestellt. Guck. Ja, daraufhin hat er mein Lager komplett unter Wasser gesetzt, die Kisten und alles gewaterlockt. CO2, keine Sorge, ich habe sowieso schon für Justin eine Kleinigkeit. Also, hätte er nicht den, hätte er nur irgendwie Obsidian oder so platziert irgendwo, wäre es ja fein gewesen, aber so einen ganzen Raum waterlocken ist halt eklig. Ich habe für Justin bald eine Doppelkiste Eier. Ich ärgere mich, dass Rusty hier nicht drauf ist, wegen den Tomaten. Shame. Ach ja, es wird ja noch lustig werden mit euch. Das wird noch lustig. Boah, Delfine, verpisst euch. Hier ist ein Schiff unter uns. Jo, ich geh runter. Ich bin schon auf dem Weg. Ich fahr dorthin. Oder auch nicht, das sind einfach nur Dingsbums. Gibt's hier sonst noch was in der Nähe? Nichts Besonderes. Ja, ich hab ne Treasure Map. Das ist ja nicht. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ja, wenn das so eine kompletten Boote sind, sind immer zwei Kisten drin. Wenn man Glück hat, sogar drei. Ja, waren drei drin. Ich fahre hier gerade ein bisschen umher. Schöne Land an. Können wir nach Osten fahren? CO2 war das nach Osten. Eik ist nur mit in die Richtung. Land. Ja, fahrt ihr ruhig. Ich bleib hier und guck hier ein bisschen mir das Riff an und alles. Ich warte hier auf euch. Okay. Ist die Frage, ob wir wiederkommen. Na doch, ich musste doch auf der Karte anzeigen. Eik, wolltest du die Seegurken nicht noch mitnehmen? Das ich habe über 50 Stück. Okay. Die waren ja im anderen Riff auch en masse vertreten. Und zur Not kann ich euch immer wieder die Koordinaten durchgeben, wo ich bin. Ist ja auch kein Problem. Warte kurz mal zu zwei. Was ist das denn? Also so ein Gravelberg. Kannst du wieder? Ja, ich fahr rückwärts. Ja, und warum? Hast du eine Schaufel? Ja, klar. Dann buddel mal den Gravelberg. Den ich gesehen hatte. Dich töte ich, du hast eine Nautilus-Schale. Weil irgendwo hier drin soll, müsste das Ding sein. Der hat einen Trident. Oh, Blitzmerker. Und ich habe eine Nautilus-Schale. Und die habe ich auch. Nice. Ich komm halt nicht schief. Und eine Mending-Angel. Nautilus-Shell. Braucht jemand die Mending-Angel?
Mending Angel? Nein. Nee, ich hatte deine ja gemeinschaftlich in die Kiste geschaut. Wow. Wird meine Angel einfach so für alle freigegeben. Hast du selbst gesagt. Nee, ich hab nur gesagt, ich kann sie dir geben zum Angeln. Ja, nie gesagt, dass die für alle da ist, oder? Doch. Nee. Du hattest gesagt, man kann sie sich dann ausleihen, wenn man möchte. Und darauf ja, das heißt aber nie, dass sie in der Angelfarm bleibt. Ich sehe jetzt einfach angetan. CO2 kannst du keine Karten lesen. Hä? Kannst du keine Karten lesen? Da ist nichts. Also, doch, es soll hier sein. Gib mal die Scheißkarte her. Warte, oder bin ich hier? Ihr müsst direkt unter, wenn ihr auf dem X seid, graben. Da, okay, dann musst du hier graben. Dann müsste es hier sein. Nimm's hier raus. Also das Essen, das glaube ich mir. Dann könnt ihr essen. Ja, ich ertrinke. Gut. Kusch dich. Gut. Nein, wir fahren mal zu Eik. Ah, wir haben unsere Astronautilos-Stelle. Und ich habe auch eine Schatzkarte. Und bitte, es ist nicht dieselbe. Essen, keine Ahnung. Wenn Eik sie mir gleich zeigt, kann ich sie nicht sagen. So, das Schiff links hatten wir schon. Und noch ein bisschen Erze. Du bist noch immer im Riff, oder? Ja. Ich finde das mit dem Riff so schön. Mhm. Da muss ich nach Nordosten. Das könnte unsere sein. Süden, Westen. Ja, ist genau hinter uns auf jeden Fall. Das wird die dann sein. Ich sehe eigentlich nicht. Ich auch nicht. Wo seid ihr? Müsstet bei 10.500 und 5.000 sein, oder? Nein. 10.200. Dann bin ich drei. Dann ist die Karte sogar doch anders als bei euch. Bist du auf die Suche der Karte gegangen? Nee, ich stehe gerade bei minus 10.500 und 4.900. 4.900 CO2, falsche Richtung. Minimal. Minimal, das war eine Kehrtwende gerade. Das war eine 90 Grad Drehung. Macht auf die Entfernung auch schon einen riesen Unterschied. Das kann weg. Da, ich sehe euch. Jo. Ach, da. Dann werf mal rüber die Karte. Wo ist sie? Ja, irgendwo unter Wasser. Ne, das ist nicht unsere. Okay. Warte, so, Eck. Ach, du hast sie wieder? Nö. Jetzt hat sie halt, oder? Ost, Süd. Steig ein! Gemacht! Nord. Du! Ne, du! Letztes Mal hab ich dir immer rumkutschiert. Boah, hier unter Wasser aufbauen. Oh, und wir sind mal wieder bei Tiger. Irgendwie hat's Tiger mit uns und ich muss. Oh. Hi, Carling. Achso. Ach, du bist hier in der Stadt. Gut. Irgendwie hat's das Bio mit uns. Dafür alles Tropische nicht. Naja, das stimmt allerdings. Ey, hört mal auf mich anzuschubsen. Nee! Ich hab nicht angeschubst, ich hab schnell das Boot gewechselt. Und?
Ja, ein bisschen TNT, Fisch, Gold, Eisen, Heart of Sea und Emeralds. Essen lasse ich drinne, brauche ich nicht. Das brauche ich auch nie. Karte kann hier bleiben. Ich würde sagen, wir fahren wieder zurück und andersherum um das Ding rum. Wir müssen sowieso hier nach Süden fahren. In die Richtung. Was? Wir sind die ganze Zeit in die Richtung unterwegs, wo wir gerade hinfahren. Nee. Doch? Also von der X-Koordinate auf jeden Fall kommen wir her. Und die andere kommen wir auch her. Weil unsere Koordinaten sind minus 9000, also von zu Hause minus 9000 und irgendwas. Kann aber nicht sein, wir sind die ganze Zeit in die Richtung gefahren. Nee, wir sind ja so schräg da lang, dann hast du das Riff rechts rum gesehen, dann haben wir uns gedreht wegen der Karte. Wir müssen nee, links schräg also, und die andere Sache. Nach Nordwesten. Und jetzt gerade mal nach Südosten. Ja, Nordosten, Leute. Das ist Nordwest. Ja, und in die Richtung sind wir auch losgefahren. Genau. Also dann. Orientierung sind gleich 0. Nein. Dark, ich fahr dir jetzt hinterher. Okay.